Herr Tagungspräsident, liebe Angela Merkel, liebe Freundinnen, liebe Freunde, mit dem Ihnen zur Beratung und zur Beschlussfassung vorliegenden Leitantrag setzen wir im Grunde die gestrige Debatte fort. Welche Weichenstellungen sind nötig, damit auch in Zukunft der Zweiklang gilt? Starkes Deutschland, gute Chancen für alle. Denn auch am gestrigen Tag hat ja nicht nur die Bilanz, auf die wir stolz sind, eine Rolle gespielt, sondern vom Beginn an, von der Rede unserer Parteivorsitzenden an die Zukunft, die Debatte bestimmt. Die Frage, was müssen wir heute tun, damit es auch in Zukunft unserem Land, auch für kommende Generationen, so gut geht. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind groß. Wie können wir angesichts der europäischen Schuldenkrise Wohlstand sichern in unserem Land? Wie behaupten wir uns im härter werdenden internationalen Wettbewerb? Wie organisieren wir echte Chancengerechtigkeit? Und schließlich und vor allem, wie kann angesichts des demografischen Wandels auch zukünftig Innovation, Wohlstand in diesem Land gestaltet werden? Das sind zentrale Fragen, Herausforderungen. Und wir wollen und wir geben in unserem Antrag zukunftsfeste Antworten darauf. Und wir lassen uns dabei leiten von den bewährten Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft im Geiste Ludwig Erhards. Und die drei Prinzipien seien uns noch einmal in Erinnerung gerufen. Erstens, der Mensch steht im Mittelpunkt. Die soziale Marktwirtschaft ist, und da zitiere ich einen ihrer Väter, Walter Eucken, die Wirtschaftsordnung, in der die Menschen nicht nur Mittel zum Zweck, nicht nur Teilchen des Apparats sind. Zweitens, die soziale Marktwirtschaft basiert auf Wettbewerb, auf einem funktionierenden Markt, in dem die Menschen ihre Kräfte, Kreativität, ihre Initiativen entfalten können. Und drittens, soziale Marktwirtschaft braucht einen Ordnungsrahmen, damit der Markt in Ordnung gehalten wird. Denn der Markt allein schafft keine Gerechtigkeit. Er braucht Leitplanken. Diese Balance von wirtschaftlicher Vernunft und sozialem Ausgleich macht die soziale Marktwirtschaft so erfolgreich. Horst Seehofer sprach eben von den beiden Lungenflügeln der wirtschaftlichen Vernunft, der sozialen Verantwortung, die unser Land, die die Idee der sozialen Marktwirtschaft so erfolgreich gemacht hat, und davon, dass CDU und CSU wie keine andere politische Kraft in diesem Land für dieses Ordnungsmodell, dieses Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell steht. Wir setzen auf verantwortungsvolle Unternehmer, die persönliche Risiken eingehen, die wissen, dass damit Haftung verbunden ist, und die Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze schaffen. Wir setzen auf tüchtige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gemeinsam mit ihren Unternehmen Deutschland zu einer der stärksten Wirtschaftslokomotiven in der Welt gemacht haben und weitermachen werden. Und wir setzen schließlich auf die gut funktionierende Sozialpartnerschaft, beginnend im Betrieb wie in der gesamten Gesellschaft, die unser Land erfolgreich macht. Wir sagen, wer einen Betrieb führt oder einen Betrieb gründen will, wer Arbeitsplätze schaffen will, der braucht gute Rahmenbedingungen. Dazu gehört vor allem eine leistungsfähige Infrastruktur. Deshalb wollen wir und sagen dies in unserem Leitantrag beispielsweise in der nächsten Legislaturperiode 25 Milliarden Euro in den Erhalt und Ausbau unserer Bundesfernstraßen investieren. Und deshalb setzen wir uns für den Ausbau der Breitbandversorgung gerade auch im ländlichen Raum ein. Wir brauchen im Sinne dieser Rahmenbedingungen eine sichere, bezahlbare, umweltfreundliche Energieversorgung im Industrieland Deutschland. Und eine Reihe der Anträge unserer Gliederungen beschäftigen sich genau mit dieser Frage der Umsetzung der Energiewende. Wir brauchen eine Politik, die die Chancen der Digitalisierung erkennt und Deutschland so zum digitalen Wachstumsland Nummer eins macht. Eine Politik, die den Betrieben keine Fesseln anlegt, sondern weitermacht im Abbau überflüssiger Bürokratie. Eine Politik, die gute Fachkräfte aus aller Welt, Spitzenkräfte anzieht, unser Land attraktiv macht für die besten Köpfe aus aller Welt. Und schließlich eine Politik, die um die herausragende Bedeutung von Bildung, nicht zuletzt unserer beruflichen dualen Ausbildung, weiß, die sich als beste Maßnahme im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit erwiesen hat. Das alles kann nur ein handlungsfähiger Staat leisten. Deshalb ist es so wichtig, dass wir weiter auf Haushaltskonsolidierung setzen
und gemeinsam die europäische Staatsschuldenkrise überwinden. Ich bin davon überzeugt, dass diejenigen, die etwas leisten, die Risiken übernehmen, um Arbeitsplätze zu schaffen, dass nicht zuletzt unser tüchtiger Mittelstand Rückenwind braucht. Und deswegen sagen wir einen Plänen für eine rot-grüne Steuererhöhungsorgie den entschiedenen Widerstand an, meine Damen, meine Herren. Wir setzen auf eine Politik, die das deutsche Jobwunder sichert und noch mehr Menschen in gute Arbeit bringt. Wir wissen um die große Herausforderung unserer Zeit, die Gestaltung des demografischen Wandels. Unser Ziel ist klar. Wir wollen Deutschland zum Vorbild für eine Gesellschaft machen, die diesen Wandel als Chance ergreift. Wir wollen Deutschland zum Leitanbieter und Leitmarkt innovativer Produkte und Dienstleistungen machen, die gezielt für die Bedürfnisse der älteren Generation entwickelt werden, weil wir davon überzeugt sind, dass die Dinge, die für die älteren Menschen gut sind, auch für die Familien, für alle in diesem Land gut sind. Und wir wollen schließlich eine Gesellschaft sein, die die Kreativität, die den Tatendrang der Älteren mit dem Tatendrang der Jüngeren zum Wohle der Gemeinschaft im Sinne eines guten Zusammenhalts der Generationen zusammenbringt. Meine Damen, meine Herren, in diesen Leitantrag haben viele ihre Erfahrungen eingebracht. Eine Kommission aus Fachpolitikern unserer Gliederung, an der aber auch Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Gewerkschaft, der beiden Kirchen mitgearbeitet haben. Ich danke allen, die daran mitgewirkt haben. Ich danke den vielen Gliederungen, die mit über 700 Anträgen dazu beitragen, und sehr, sehr viele werden wir als Antragskommission zur Annahme empfehlen, dass unsere Beschlussfassung weiter an Gewicht gewinnt. Wir haben so breit wie nie zuvor über CDU Plus unsere Mitglieder eingeladen, bereits bei der Erarbeitung des ersten Textentwurfs und dann bei der konkreten Vorlage für diesen Parteitag mitzuwirken. Über 1200 Ideen sind auf diese Weise aus unserer Mitgliedschaft an uns herangetragen worden. Wir haben Wichtiges aufgenommen, etwa das eindeutige Bekenntnis zu unserer bewährten Bankenlandschaft mit den Mittelstandsbanken, den Sparkassen, den Genossenschaftsbanken oder die Forderung nach einer weiteren Vereinfachung von Verwaltungsabläufen durch eine vermehrte Nutzung des Internets und schließlich die Rolle der Kommunen bei der Energiewende zu unterstreichen, ist Gegenstand einer Reihe von Anträgen, die wir empfehlen. All dies, die großartige Beteiligung von Ihnen, von den Gliederungen der Partei, von den Mitgliedern, zeigt, wir sind eine lebendig diskutierende Volkspartei. Wir sind die Partei der sozialen Marktwirtschaft. Das bleibt unsere Leitschnur, damit auch morgen gilt: starkes Deutschland, Chancen für alle. Herzlichen Dank.